Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Ein Koalitionsvertrag ist Absichtserklärung, ein Haushalt ist Wahrheit. Die Wahrheit, die sich im Haushalt für Bildung und Forschung abbildet, ist: Diese Regierung hat keinerlei Ambitionen, die vollmundigen Ankündigungen aus dem Koalitionsvertrag zügig und wirksam umzusetzen. Das zeigt sich an folgenden Beispielen. Erstens: Digitalpakt Schule. Geplant waren 5 Milliarden, im Koalitionsvertrag sind es noch 3,5 Milliarden für diese Legislatur. Im Haushalt 2018 findet sich nichts, nada, null. Ach, dieses bisschen Digitalfonds für Breitband und digitale Bildung und alles. Ja, vor 2 Jahren wurde der Digitalpakt vollmundig angekündigt. Bis heute hat keine Schule von ihm profitiert. Und das wird, das zeigt der fehlende Ansatz, noch eine ganze Weile so bleiben. 2 Jahre, das ist im Bereich der IT eine Ewigkeit. Die IT kennt das Mooresche Gesetz. Alle 2 Jahre verdoppelt sich, vereinfacht formuliert, die Zahl der Schaltkreise auf einem Chip. Diese Koalition kennt das Mooresche Gesetz. Alle 2 Jahre verdoppelt sich die Zahl der Ankündigungen. Umsetzung, Fehlanzeige. Beispiel 2. Rechtsanspruch auf Ganztag. Auch der Ganztagsanspruch ist im Haushalt 2018 nicht hinterlegt. Die angekündigten 2 Milliarden Euro reichen höchstens für eine Handvoll Schulen. Der Städte- und Gemeindebund geht von einem Finanzbedarf von 18 Milliarden Euro aus. Offensichtlich verlässt sich diese Regierung darauf, dass viele Städte und Gemeinden trotz der enormen finanziellen Lasten schon lange auf dem Weg sind, weil sie die Zeichen der Zeit im Gegensatz zum Bund früh erkannt haben. Außerdem, es geht um Bildung, nicht Betreuung. Nur ein rhythmisiertes Tages- und Wochenkonzept kann gleiche Bildungschancen für alle Kinder gewährleisten. Für gute Bildung findet sich weder im Koalitionsvertrag noch in diesem Haushalt irgendein Ansatz. Frau Karliczek, nichts in Ihrem Aufgabenbereich ist drängender, als endlich gleiche Bildungschancen für alle Kinder sicherzustellen. Es ist eine Schande, dass Deutschland bei Bildungsausgaben weiterhin unter dem Schnitt aller europäischen Länder bleibt und das 7-Prozent-Ziel mit mickrigen 5% am Bruttoinlandsprodukt weit verfällt. Wenn Sie Ihrem Amt gerecht werden wollen, lösen Sie sich endlich vom Mooreschen Gesetz und gehen Sie diese Herausforderung an. Beispiel 3, Berufsschulprogramm. Haushalt ist Wahrheit. Auch die bitter notwendige Ausstattungsoffensive für die beruflichen Schulen konnten wir im Haushalt beim besten Willen nicht finden. Nicht ein Euro ist für berufliche Schulen vorgesehen. Dies angesichts des um sich greifenden Fachkräftemangels und großer Integrationsherausforderungen. Freilich, Bildung ist kein Allheilmittel. Dr. Espendriller ist das schlagende Beispiel, wie Integration in eine offene, demokratische Bildung, Gesellschaft trotz Bildung scheitern kann. Aber dennoch, wem die beruflichen Schulen als tragende Säule des dualen Systems keinen Cent wert sind, der kann kaum glaubwürdig von der großen Bedeutung von Wertschätzung für Aus- und Weiterbildung reden. Gestatten Sie eine Zwischenfrage? Von dem Kollegen von der AfD? Nein, also für AfD-TV ist mir meine Redezeit zu schade. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, vorgestern sagte Kollegin Thielmann, der Bund ist gar nicht zuständig für Bildung. Gestern die Kanzlerin, Bürgerinnen und Bürger betrachten das Leben nicht aus Perspektive, wer ist gerade für was zuständig. Heute Kollege Ruprecht wieder, der Bund ist nicht zuständig. Ich sage Ihnen, Sie haben immer noch nicht begriffen, es geht nicht um Zuständigkeit, es geht um Verantwortung. Diese Koalition, diese Kanzlerin, Sie, Ministerin Karliczek, tragen Verantwortung für Bildung und diese nicht zu knapp. Stellen Sie sich endlich dieser Verantwortung. Kümmern Sie sich um eine sachgerechte Änderung des Grundgesetzes. Reden Sie mit uns. Wenn Sie sicherstellen können, dass Bildung die Investitionsforderung erhält, die sie angesichts der Herausforderungen braucht, stetig und dauerhaft, werden wir uns nicht verweigern. Alles andere ist wie der vorliegende Haushalt ohne Zukunft. Für eine Kurzintervention erteile ich das Wort.